Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar heute zum Ameisensonntag oder auch zum Bonus-Special-Content-Sonntag. Wir können auch gerne mal was anderes bringen, vielleicht einfach mal ein anderes Spiel oder irgendwie sowas oder auch überhaupt generell irgendein anderes Thema. Ja, Ameisen kommt ja relativ gut an bei euch bzw. bei einigen. Wenn ihr aber gerne was anderes haben wollt, dann könnt ihr das gerne auch in den Kommentaren droppen. Ansonsten natürlich dieses Video liken, damit ich sehe, okay, hey, ihr habt immer noch Bock auf Ameisen. Ja, heute habe ich mir gedacht, gehen wir mal nicht speziell Ameisen durch, sondern Ameisenhaltung. Denn ich habe, ja, von einigen Kommentaren sehe ich ja immer wieder im Stream-Chat und denke mir einfach, Leute oder Dude, das kannst du nicht bringen, das ist komplett GG, das ist RIP, das ist ein Fehler. Und deswegen möchte ich heute mit euch über große, große Fehler reden in der Ameisenhaltung. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir staffeln das so, wir fangen erstmal mit so kleinen Fehlern an und gehen dann weiter zu richtig großen. Fehler Nummer 1, wobei der ist eigentlich auch schon sehr, sehr groß. Worauf solltet ihr euch einstellen, wenn ihr Ameisen haltet? Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Ameisenhaltung ist ein Geduldsthema. Das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr euch eine Ameise kauft und es sofort richtig krass am Rasieren ist und komplett was passiert. Das ist natürlich komplett auch abhängig. Kauft ihr euch eine einzelne Königin? Kauft ihr euch eine große Kolonie? Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ihr euch eine Königin kauft, dann kann es wirklich sein, oder vielleicht auch fangt, dann kann es sein, dass im ersten Jahr sie da, keine Ahnung, 5, 10, 20 Arbeiter kriegt, im nächsten dann nochmal irgendwie, je nachdem, was für eine Art natürlich das auch ist, gerade bei Camponotus dauert das ein bisschen länger, da kann es sein, dass du im zweiten Jahr gerade mal 40 Arbeiter hast, bei denen relativ wenig passiert tatsächlich und du da auch nicht viel füttern musst, nicht viel machen musst und man relativ wenig beobachten kann. Das heißt, das ist was sehr Langjähriges, was Mehrjähriges, was Geduldtechnisches. Wie gesagt, es gibt auch Arten, wer nicht so viel Geduld hat, die sich sehr schnell entwickeln, wie zum Beispiel auch Phaidole oder Lasius Niger. Das heißt, wer nicht so viel Geduld hat und möchte, dass da schnell was passiert, dem würde ich sehr, sehr kleine oder schnell wachsende Ameisen empfehlen, vielleicht auch mit mehreren Königen. Dazu habe ich Königinnen, ne, dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, welche Ameisen zum Beispiel polygyn sind, etc. Ja, Fehler Nummer 2. Ja, das habe ich auch gesehen und zwar hat mir der gute Peter, nennen wir ihn jetzt einfach mal, geschrieben: Hey Tobi, ich habe mir eine Ameisenkönigin bestellt und habe auch schon ein Terrarium eingerichtet und zwar mit den Maßen 80 cm mal 60 cm mal 50 cm. Also ein gigantisches Riesen-Oschi-Ding, also vergleichsweise. Und da habe ich mir einfach gedacht, ja GG, für eine einzige Ameise also. Denn ich habe diesen Fehler am Anfang auch gemacht und deswegen möchte ich euch davor beschützen. Ameisen brauchen unglaublich wenig Platz, deswegen kann man auch locker mal 2, 3, 4 verschiedene Ameisen halten. Also nicht im selben Becken, aber generell. Denn eine Ameise, die wollen am Anfang erstmal in Sicherheit sein, ne? Gerade eine Königin und auch wenn da 10, 20 Arbeiterinnen sind, die leben auf engstem Raum wirklich. Und auch ich habe dem am Anfang so ein kleines 30x30x20 oder sowas Terrarium angeboten. Viel zu groß, viel zu groß. Eine kleine Kolonie, wirklich so bis so 10, 20, 30, 40, 50 Arbeiter, die können teilweise noch im Reagenzglas bleiben. Oder so wie ich das hier, ich habe mal ein Bild reingemacht, ich habe hier so eine kleine Aufzuchtbox, habe ich es einfach mal genannt. Das sind meine Messer Barbaros, das sind jetzt grob 8 bis 10, die haben so viel Brut und denen geht es super gut. Hier habe ich eine schöne Kontrolle, ich habe ein bisschen Kies drin, ich habe ein bisschen Ausbruchsschutz, damit die da nicht rausklettern können. Außerdem kann ich hier immer schön Körner reinlegen oder auch mal eben ein bisschen was essen, kann das sehr gut kontrollieren. Ist relativ einfach für mich beheizbar und ich komme da schnell ran. Na, das reicht ihnen absolut, das ist eigentlich noch zu groß für diese Ameisen, weil es ja wirklich wenige sind. Und da müsst ihr wirklich gucken, na, es kommt natürlich echt auf die Menge an. Wenn ihr euch jetzt eine Kolonie mit 100 Arbeiterinnen kauft, dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr das eben dementsprechend anpasst. Da kann es sein, dass ihr dann doch mal ein größeres Becken braucht. Kommt auch ebenfalls komplett natürlich auf die Art an. Es gibt Arten, die sehr, sehr lauffreudig sind und vielleicht auch viel Platz brauchen. Zum Beispiel natürlich Blattschneiderameisen, aber das ist natürlich auch wieder ein spezielles Thema. Aber Leute, ne, am Anfang so eine kleine Aufzuchtbox, die ist jetzt hierfür speziell dafür gedacht, dass ich sage, okay, ich schaue erstmal, wie die sich entwickeln und wenn die sich wirklich gut entwickeln in diesem Ding, dann kriegen sie, sobald sie mehr sind, eine größere, ja, Box oder halt ein richtiges Terrarium. Das jetzt aber schon für die einzurichten und das klappt dann vielleicht mit diesen Ameisen gar nicht und dann habe ich dann Terrarium, wo niemand drin ist. Ja, GG. Problempunkt Nummer 3. Das Verfüttern von Insekten. Grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich Ameisen bzw. vor allem die Larven von denen extrem proteinhungrig sind und deswegen sollte man natürlich regelmäßig Proteine bzw. Insekten zur Verfügung stellen. Nicht alle Ameisen essen Insekten, das heißt auch gerade die Messer Barbaros, die ich euch vorgestellt habe, die ernähren sich vor allem von Körnern, essen aber auch mal das ein oder andere Insekt.
Hier ist es wichtig, beziehungsweise kommt es drauf an, die meisten sollte man tot verfüttern, die meisten Insekten. Es gibt einige wenige Arten, die nehmen wirklich tote Insekten sehr ungern an, weil die sehr aggressiv jagend sind. Und da sollte man dann auch natürlich lebende Insekten verfüttern, aber das kommt wirklich drauf an. Wichtig aber hierzu ist, ich habe letztens jemanden gesehen, einen YouTuber, der fand das wohl lustig wahrscheinlich, der hat dieser körnerfressenden Ameisenart, die auch ich habe, Messer Barbaros, das sind unglaublich schlechte Jäger. Die sind richtig, richtig bad da drin. Die haben zwar auch Majore, aber jagen können die zum Himmel nicht. Die sind richtig tollpatschig und denen sollte man auch wirklich keine lebenden Insekten, vor allem keine Mehlwürmer, die sich richtig krass wehren oder irgendwas, auch kleine Kolonien, die sollte man nicht mit Lebendfutter ja, füttern, das kann wirklich sein, dass einfach mal so ein Wurm oder irgendein Insekt, was auch immer man da verfüttert, so eine kleine Ameise verletzt oder sogar tötet. Das heißt, wenn ihr natürlich eine gewisse Größe habt von den Ameisen, könnt ihr die gerne irgendwann mal mit Lebendfutter versorgen, was aber auch immer noch kein Muss ist. Das ist absolut eure Entscheidung, wie ihr das machen müsst. Aber gerade bei kleinen Kolonien, Leute, müsst ihr die Insekten töten, müsst ihr. Und teilweise, je nachdem, ob die Tiere einen Chitinpanzer haben oder nicht, ja, ob die Ameisen da durchkommen oder nicht, die auch teilweise zerschneiden oder zerkleinern. Aber fangt nicht an, eurer kleinen 10-Ameisen-Kolonie da irgendwelche Lebendinsekten reinzupacken, weil ihr das toll findet, dass die da irgendwie kämpfen oder sowas. Das ist einfach RIP, ne? Das macht keinen Sinn und da sterben dann nur eure Ameisen dabei. Problempunkt Nummer 4 ist eigentlich eher eine Regel als eher ein Problempunkt, was vielleicht aber doch dasselbe ist. Ich weiß nicht, ob es hier reinpasst, aber ich möchte es unbedingt hier mit reinbringen. Und zwar folgendes, ich habe wieder auch hier Kommentare zu gelesen, da wurde mir gesagt, ja hey Tobi, ich habe hier eine Königin gefangen und ich habe hier noch andere Ameisen, kann ich die in ein Becken packen? Grundsätzlich gibt es Ameisen, die miteinander synergieren, die in ein Becken, in ein Gemeinschaftsbecken so genannt, reintun könnt, ja auch von unter verschiedenen Arten. Aber darüber müsst ihr euch wirklich informieren, das machen nämlich die allerwenigsten. Die meisten Ameisen werden sich gegenseitig bekriegen und da wird die stärkere Kolonie gewinnen und die andere wird ausgerottet, so muss man es wirklich sagen. Und deswegen ist die Regel, Ameisenkriege, so schön sich das auch vielleicht für euch anhört, sind verboten. Also was macht man nicht, das macht man wirklich nicht. Also seine Haustiere gegeneinander umbringen lassen, das ist komplett GG. Das hört ihr schon mal meine Stimmlage, Leute, sowas macht man einfach nicht. Auch hier gibt es Videos auf YouTube und das ist wirklich schade. Und ich bin auch froh, dass die Dislikes da drunter waren. Naja, das heißt, es gibt Leute, die fangen sich eine Kolonie und haben eine andere Kolonie, schließen die dann an ein Becken an und dann will der da irgendwie einen Krieg haben. Natürlich auch in Natura bekämpfen sich gegenseitig Ameisen, das ist völlig normal. Aber ihr lasst auch nicht eure zwei verschiedenen Schlangen gegeneinander kämpfen oder sowas, das habe ich auch noch nie gesehen und deswegen Leute, tut mir einfach den Gefallen und veranstaltet, so toll ihr das vielleicht auch findet, der eine oder andere keine Ameisenkriege. Kommen wir damit abschließend zum allerwichtigsten Punkt in der kompletten Ameisenhaltung, zumindest in der Anfangsphase und der Grund, warum viele Ameisenhaltungen scheitern. Denn wenn ihr euch eine Königin kauft, fangt oder eine kleine Kolonie, was auch immer, dann ist es so, dass ihr natürlich gerade am Anfang euphorisch seid. Ihr sagt, oh geil, Ameisen, geil, ich muss da reingucken und die hat jetzt Eier und heute hat sie noch ein Ei und morgen hat sie noch ein Ei und boah, ich muss wieder reingucken und boah, in der Stunde gucke ich wieder rein. Leute, der Grund, warum die meisten Ameisenkolonien nicht erfolgreich gründen, ist, weil sie die ganze Zeit gestört werden. Ich hatte das hier oder da schon mal erwähnt, aber ihr müsst die Ameisen wirklich komplett in Ruhe lassen. Ich sag mal so, professionelle Ameisenfänger, die machen das so, natürlich ist da die Euphorie vielleicht auch ein bisschen schon raus, aber die machen das so, die fangen sich dann ihre 10, 20 Ameisenköniginnen oder sowas, oder vielleicht auch mehr oder vielleicht auch weniger, ist komplett egal, tun die in eine Schublade, wo es schön dunkel ist, vielleicht auch ein bisschen warm ist, schön 25 Grad oder sowas, und dann tun die da rein, machen die zu. Und die gucken da vielleicht einmal die Woche rein, einmal sonntags oder einmal alle zwei Wochen, so dass die schön ungestört sind, dass die richtig ungestresst sind, sich richtig ausleben können, es ist richtig schön dunkel. Das heißt, die brauchen wirklich viel Ruhe. Wenn ihr jeden einzelnen Tag da reinguckt oder so, dann kann es, also bei größeren Kolonien ist das okay. Die sind absolut stressbefreiter, sag ich mal, bei denen ist das nicht mehr so hoch, das Risiko. Aber wenn ihr eine unglaublich kleine Kolonie habt, dann solltet ihr da auch nicht ständig irgendwie dran rumrütteln und das sollte schön abgedunkelt sein. Ihr solltet da nicht irgendwie die ganze Zeit rum hier füttern und dies und das. Einmal alle drei, vier Tage füttern reicht. Hier ein bisschen Honig, da ein kleines Insekt. Auch nicht zu viel füttern, das schimmelt sonst super schnell. Na, da kann dann auch Milben entstehen. Und dementsprechend, Leute, nehmt euch gerade, wer darauf keine Lust hat, deswegen sage ich das extra in diesem Video, wer darauf keine Lust hat, dann holt euch direkt lieber eine größere Kolonie, weil so kleine Kolonien, die brauchen wirklich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Zeit und Geduld. Und damit, meine Freunde, möchte ich mich hier an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche euch was, haut da rein, auf Wiedersehen und tschüss.